Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Dieses Video ist eine Einleitung zu der Videoserie, die sich konkret mit dem Thema Drohnengesetz in Österreich befasst. Diese Einleitung soll dazu dienen, dass ihr euch in dieser Videoserie besser zurechtfindet und euch schneller die Informationen herausholen könnt, die ihr braucht. Mein Name ist Michael Orter, Callsign Navigator. Was ich gerade mache, könnt ihr euch auf Xing ansehen. Wichtig in dem Kontext ist, ich bin bekennender Drohnen-Nerd. Und das erklärt auch gleich, warum ich das mache, weil mich die Gesetzeslage rund um die Drohnen sehr interessiert und ich auch natürlich persönlich davon betroffen bin. Ich habe also das ganze Wissen zu diesem Thema in handliche Videos verpackt, damit ihr auf dieses Wissen bequem zugreifen könnt. Nachdem dieses Thema sehr umfangreich ist, habe ich die jeweiligen Themenbereiche in kleinere Videos zerteilt. Wichtig zu wissen ist, es geht mir um den Inhalt, nicht darum, dass diese Präsentationen hübsch sind oder ich einen tollen Internetauftritt habe. Ich gebe auch immer die Quellenangaben dazu, damit ihr recherchieren könnt, es verifizieren könnt und tiefer graben könnt. Ja, und die Sprache wird, nachdem es sich um ein österreichisches Drohnengesetz handelt, deutsch sein. Zielgruppe sind all jene, die sich über die österreichische Gesetzeslage informieren wollen, das heißt sowohl Drohnenpiloten, Drohnenbefürworter als auch Drohnengegner. Wir befassen uns also mit dem Luftfahrtgesetz, auch genannt Luftrecht, auch genannt Drohnengesetz. Man muss anmerken, der Begriff Drohne kommt im Gesetz ja so gar nicht vor. Trotzdem werden wir uns an diesen Begriff halten. Es geht also darum, diese Luftobjekte, sei es Flugmodelle oder ULFZ oder Spielzeug, zu kategorisieren und zu vergleichen miteinander. Ich werde die relevanten Gesetze und auch die Rahmenbedingungen darstellen, euch erzählen, wer jetzt für was zuständig ist und letztendlich werden wir auch das spezielle Anwendungsgebiet des First-Person-View genauer behandeln. Hier seht ihr die Struktur der Videoserie. Anhand dieser Struktur kann man sehr schön sehen, welches Kapitel welches Thema behandelt. Zu guter Letzt, es gilt der Haftungsausschluss. Ich beschränke mich auf die unbemannte Luftfahrt, also auf die Drohnen. Die ganze Videoserie soll ein Faktencheck sein, also es geht jetzt nicht um Sinnhaftigkeit von den Gesetzen, sondern tatsächlich einfach, was da drinnen steht. Ihr könnt natürlich gerne verlinken und zitieren. Wichtig ist mir in dem Fall nur die Quellenangabe zu machen. Und natürlich freue ich mich, wie gesagt, über Kommentare.